Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vampyr. In der heutigen Folge werden wir da mal zu den Kircheneingang gehen. Ja, ich möchte ihn nicht beißen. Nicht wundern, warum ich ein bisschen anders stand hier. Das ist wieder neue Aufnahme. Aus dem Grund stand ich ein bisschen woanders. Wollen wir das schon machen? Oder, nee, wir machen es was anderes erst. Wir machen erstmal hier Ereignisse, würde ich sagen. Komm, wir machen Ereignisse. Und danach können wir immer noch das machen. Wir müssen ja jetzt nicht der Hauptstory 1000% folgen erstmal. Die Hauptstory, die wartet auf uns. Ich weiß nicht, wie es mit den Ereignissen ist. Women of all countries unite. Bei den Ereignissen, da kriegen wir sogar noch EP noch dazu. Ich glaube, hier hätte ich... Nee. Oder doch, hätte ich abbiegen können. Da lang, dann da. Müsste gehen, oder? There could be someone you know. Ja. Oh, wer ist sie denn? Hallo. Rats. Tasty rats. Those clever rodents are cautious now. They won't approach. Ach so, die ist das. I need to find information about Aloysius Dawson. What can you tell me about him? Don't trust him. He's looking for the same thing I was. Rats? Not rats. Something else. I don't remember. Okay. Ja, er ist halt nicht vertrauenswürdig. Haben wir doch auch schon gesagt. Aber das wird uns jeder Bürger sagen, bis auf die was in ihnen vertrauen. Whatever. It's locked. Leider verschlossen da. Nee, da kommen wir ja durch den Untergrund, das wissen wir ja schon. Wen sein Anwesen ist das hier eigentlich? Und da ist eine kurze Cutscene. So. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Hallo! Wir gehen wieder. Es war also das Anwesen von Ascalon Club. Hab ich ganz vergessen. Ich bin auch die meiste Zeit immer von Haupteingang reingegangen. Andere Richtung. Diese Richtung. Achso. Ja, und jetzt hier gleich rechts. Ja. Das ist halt... Ich hoffe, wir können das verhindern, dass wir ihn nicht beißen müssen, ne? Also... Nicht, dass es halt wieder gegen meinen Willen geht und er gebissen wird. Da habe ich gar keine Lust drauf. Wenn, dann möchte ich halt selber entscheiden und sagen, ne, den beiß ich nicht. Die Fähigkeit ist so stark. Die ist einfach so stark. Er konnte mich nicht angreifen, nichts. Stimmt, wir können eigentlich jetzt gleich nochmal was gucken. Und zwar, wir haben in der letzten Folge das Säbel bekommen. 140 Schaden. 140 Schaden. Das ist noch weniger als das, was wir jetzt machen. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht das Säbel upgraden können.
Vielleicht ist es ja eine schöne Waffe vor uns. Bis jetzt sind wir mit den Knüppeln ziemlich gut bedient. Und normalerweise sollte ein Säbel mehr Schaden machen als ein Knüppel. Meiner Meinung. So, immer weiter Richtung Ereignis. Es hört sich an, als ob da drinnen Spaß ist. Gib mir Blut. Doch, wir haben mal die Party gecrashed, ne? Die haben uns ja nicht eingeladen, also mussten wir die... Mussten wir uns selber einladen. Heilen wir uns mal eben noch nebenbei. Wenn wir schon ein bisschen Blut haben. Ist ja auch nicht verkehrt. So, jetzt eigentlich hier nur links gleich rum und dann sind wir schon da. Wollte meins nicht annehmen. I have this first. So, das Ereignis Blood hielt sich in diese Richtung ab. Also müssen wir hier durch und checken uns doch das Ereignis mal ab. Oder ohne. Ist halt die Frage, wie können wir das... Ah, bei Clausen und Dawson. Ist das... Ich glaube, wir müssen hier über unseren... Gebäude. Wenn wir da überhaupt raus... andere Seite raus können. Nee, anscheinend nicht. Wir sind ja mal gerade hier. Guck mal einmal nach wegen den Säbel. Wenn wir den upgraden würden, würde er 210 Schaden machen. Und dann könnte man ihn ja auch noch verbessern mit mehr Schaden drauf. Kommen wir in etwa 10 Schaden höher als das, was wir jetzt machen. Schätze ich. Ob sich das lohnt, ist halt die andere Sache. Grobe Angabe natürlich. Ich kann das jetzt nicht hundertprozentig sagen, was, wie viel Schaden das mehr macht. Dafür fehlen mir noch ein bisschen die Information. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir halt dahin? Ich würde gerne das Ereignis da auslösen. Muss ich hier rumgehen irgendwo? Ah, guck. Da sind wir doch richtig. Hallo. Ja, einmal daneben gehauen. So. Gucken wir doch mal nach, was hier so für ein Ereignis ist. Machen wir mal den Marker weg. Ein unbekanntes Ereignis. Dass die Skulls da sind. Das ist die Frage. What on earth happened here? Ach, das Ereignis vielleicht.
Das kann ich auf jeden Fall nicht als Thumbnail nehmen. So. Gucken wir doch mal nach, was da jetzt hintersteckt. Auf jeden Fall ist hier jemand durchgedreht. Oh. Ein Brief. Miss Paxton. Ich habe vor kurzem gehört, dass monatelang in Hamptons Notunterkunft Geld oder Unterstützung irgendwelcher Art, ohne Zusage innerseits, bis ich unter Umständen meine Boys kriegen immer was sie nie ein Nein als Antwort gelten lassen. Wenn sie mich weiterhin ignorieren und schnappen sich Bedbot Boys, sie und ihre Schwester. Ist eine Drohung gewesen, also das kann man definitiv mit der bösen Wörtern füllen. So, aber was ist hier noch los? Das Ereignis wird ja das nicht gewesen sein. Müssen wir nach unten, denke ich. Oder Mr. Hampton, ist der vielleicht da? Der kleine Fleischfresser? Hallo? Sag ich doch. Mr. Hampton war das. Mr. Hampton war das Ereignis, denke ich. Sonst noch was? So. Ereignis vorbei. Hampton tot. Super. Und wir haben auch einen rostigen Schlüssel bekommen. Jetzt können wir bestimmt irgendwo wieder rein. Ich denke unten irgendwo im Keller. Das gucken wir uns aber beim nächsten Mal an. Wir gehen jetzt zum nächsten Ereignis. Ich finde diese Bewegungsmöglichkeiten mit dem Vampir mega cool. Also. Was? Nein, wir gehen wieder zurück. Das wollen wir nicht. Seid gemein. So viele gegen einen. Ah, ich bezahle dafür, das ist nett. Und was soll ich denn bezahlen? Ein Bisse? Hier, meine Bezahlung. Ich glaube, ich hab's beglichen, meine Schuld. So. Das ist aber nicht das Ereignis. Da hinten ist auch noch ein Ereignis. Aber so viele Ereignisse, was wir halt nicht gemacht haben anscheinend. Sollten wir aber definitiv nachholen. Ist das eine Frau oder was? Giselsdolch. Oder Giselsdolch. Sag jetzt nicht, das war das Ereignis. Das war wirklich das Ereignis. Ich meine, okay, es ist immer mehr EP, ne? Darf man ja nicht vergessen.
Dann gehen wir doch jetzt hier hin. Und uns das nächste Ereignis. Gehen wir jetzt hier wieder zurück. Dann da lang. Dann da runter. Und dann haben wir so in etwa fast die ganzen Ereignisse hier. Mit diesen Porten ist man aber so schnell unterwegs. Also, ich finde das mega gut. Da kann man sich so viel Zeit sparen. Ach. Das war Lottie, die was bei Hampton da in der Notunterkunft war. So schnell geht das, ne? All diese Leute jetzt hinüber. Gerade noch hatten wir Spaß mit denen. Jetzt ist es vorbei. So. Damit haben wir aber diese Ereignisse durch. Jetzt könnten wir noch hier hin. Da ist noch ein Ereignis. Ein unbekanntes Ereignis. Dann haben wir noch bei neuer Dialog mit Dr. Swansea. Das ist aber klar. Der einfachste Weg jetzt dorthin ist hier lang, hier hoch und dann hier rüber springen. Wenn es klappt. Wir versuchen uns. Hört doch auf. Ich hab dich gerade gerettet. Und so dankst du es mir? Natürlich haben wir auch noch die Schlüssel. Wir müssen nur noch rausfinden, wofür die sind. Ich brauche mal wieder ein bisschen Blut. Sind schon widerlich mit ihren explodierenden Giftwolken. Ich kann mir aber denken, wofür die Schlüssel sind. Dafür müssten wir nochmal zurück zur Unterkunft. War klar, da kam ich nicht rechtzeitig weg. Dafür müssten wir nochmal zur Notunterkunft hier. Da waren ja verschlossene Kisten. Da werden die wohl für sein. Naja, wenn uns auf einmal der Zufall uns dahin treibt, da werden wir dann gucken. Wenn wir es bis dahin nicht vergessen haben. Dialoge haben wir ja eh nicht mehr mit den Herrschaften, weil die sind tot. Da können wir nichts mehr mit reden. Moin. So, mal gucken, wo geht's denn da hin? Das ist auf der Brücke, denke ich mal, ne? Mal hier hoch. Sieht auf jeden Fall danach aus, oder? Ja. Wir kommen näher.
Sag nicht, du bist das Ereignis. Er war das Ereignis. Wow. Ich bin begeistert von meiner Fähigkeit. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch die neuen... Das neue Reden mit unserem lieben Herrn Dr. Swansea. Könnten wir eigentlich auch noch machen. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Information zu anderen Dingen. Er scheint ja nicht gerade der Dümmste zu sein. Die Schlüssel, die eröffnen uns irgendwo noch die Türen, also. Bin gespannt. Wofür welche Tür ist. Steht ja leider nicht bei. So, Dr. Swansea, wir kommen. Hatten wir eigentlich schon den Alkohol weggebracht zu der Kneipe? Bin mir jetzt nicht sicher. Und da drinnen glitzert was. Da gehen wir mal rein. Habe ich mir doch gedacht, hier gibt's Geld, ne? Dann nehmen wir mit. Und ein Brief. Hallo Frank. Wie geht es dir, mein alter Freund? Es war schön, dich letzte Woche zu sehen. Lass mich beim nächsten Mal auch ein paar Runden ausgeben. Ich hoffe, auf eurer Seite der Stadt ist alles in Ordnung. Hier in eurer alten Nachbarschaft wird die Lage schlimmer. Clay wird jeden Tag gewalttätiger und denkt nur an Expansion, obwohl es ein paar neue Typen gibt, die uns die Kontrolle über das Gebiet streitig machen wollen. Ich fürchte, die Wetbot Boys stecken in der Klemme. Ich habe dran gedacht, wie du bei unserem letzten Treffen meintest, du hättest nie bereut, die Gang zu verlassen. Du würdest nur bereuen, dass du nicht mehr in East End kommen kannst, um Prügel und Schlimmeren zu entgehen. Glaub mir, ich würde auf dich aufpassen, wenn du vorbeikämest. Vielleicht schon gut rechnen konnte. Hä? Vielleicht könnten wir uns nochmal über die Arbeitssuche unterhalten. Du weißt, dass ich immer schon gut rechnen konnte. Also wenn du vielleicht einen Buchhalter für deinen Betrieb brauchst, lass uns darüber reden, in Ordnung. Grüße deine Frau von mir. BBB für immer. Alter Kumpel, Boss, Big Bye. Ja, ist meistens halt ein bisschen schwerer, das halt beziehungsweise zu lesen, weil... Du hast halt diesen runden Kreis, du musst dich nebenbei bewegen mit dem Kreis, damit das halt nicht aufhört. Also, sind so kleine Probleme, was ich auf jeden Fall habe. Dabei. So, hier ist zu. I cannot enter. Habe ich mir gedacht, ich habe dafür keinen Schlüssel. Habe tausende Schlüssel gefunden, aber dafür nicht. Geld nehmen wir natürlich mit. Mit dir darf ich nicht reden. Oder doch? Hallo. Neuigkeiten über Sean Hamptons Notunterkunft. It used to be a safe place. I'm not sure that's the case anymore. Ja, er ist nicht mehr sicher da. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? Sie sind ein besorgter Krimineller? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck, you must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby.
greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Zu welcher Gang gehören Sie? So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Aha. Wir arbeiten also für ihn. Glaub eher nicht. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here, like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Das haben wir alles durch. Ja, eigentlich Sorgen über die Lage. Are you worried about the conditions in London? I've heard rumors about some sort of militia patrolling, killing the sick. The Wet Boot Boys are overrun. Oh, ärgerlich. Über den Mann, den sie umgebracht haben. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really. One of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done around here. No one gives a shit. Ernsthaft. Sie liegen falsch. Sie sind herzlos. Fragezeichen. Ja. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Kein Dialog freigeschalten damit. Aber I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet Boys for life, you know. Aha. Hört sich nach Bad Boys for Life an, ne? Goodbye. Nur so nebenbei. Aber gut. Das ist es anscheinend nicht. Achso. Was war das für ein Geräusch gerade? Was ist da drin? Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns mal mit dieser Dame noch unterhalten. Und wir werden Richtung Dr. Swansea gehen und damit da dann mit der Story weitermachen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal.